Yeah. So mit Songtiteln ja. Ist da manchmal so meine Schwierigkeiten. Wow. Eins, hier kommt die Sonne, zwei, hier kommt die Sonne, drei. Eigentlich macht er ja Schlager auf Englisch. Ich bin der Florian oder der Flo vom Boxclub. Ich bin heute hier, weil ich den Schlager-Hater oder die Schlager-Haterin finden soll. Und wie willst du das jetzt hinkriegen? Also meine Taktik ist sehr, sehr, sehr viel zu fragen. Ich habe mir viele, viele Fragen so ausgedacht, die man so stellen kann. Und dann hoffe ich, dass sich die Person dann dadurch ein bisschen verrät, weil sie auf eine Frage vielleicht keine Antwort hat. Dann bin ich mal gespannt, ob ich das so vielleicht hinkriege. Dann kommen hier deine Kandidaten. Hi, ich bin Mandy. Ich bin Olaf. Ich bin Jana. Ich bin Beam. Ich bin Trixie. Ich bin Mandy. Ich bin der Marc. Und ich liebe Schlager. Und ich liebe Schlager. Und ich liebe Schlager. Ach was. Glaubst du immer noch, dass du den Maulwurf aufspürst? Jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Ich dachte erst, das wird schon deutlich zu erkennen sein, aber jetzt erstens sehen die alle komplett unterschiedlich aus. Damit du nicht den Überblick verlierst, haben wir dir tolle Requisiten mitgebracht. Die Fans kriegen den Leuchtstab, der Hasser den, nun ja, den bunten Kackhaufen halt. So. Erstmal willkommen, ich bin der Flo. Ich bin der Olaf. Was sehr wie gut. Steht's? Du hast ja eigentlich schon mal ein ganz cooles Hemd an, was ja eigentlich schon mal so ein bisschen auf Party und ja, dann weißt du ja, was du mir geben musst. Machst du gerne Urlaub im Sommer? Weil das wirkt ja ein bisschen, als ob du gerne. Ja, gerne im Sommer unterwegs. Auch so Schiffsreisen vielleicht, so Cruise Ship? Nee, gar nicht, eher so mit dem Camper. Und dann bleibt ihr beim Camper oder seid ihr dann eher so die Fraktion, die auch gerne mal ausgeht, da in der Stadt oder wo auch immer ihr seid? Nee, wir bleiben wirklich nur am Camper. Vergessen wir mal Schlager kurz. Ja. Was wäre dann so das, wo du sagst, höre ich am liebsten oder ist so mein Lieblingslied, Musik? Das, was am Radio gerade läuft. Ach also so Disco, Lala. Gehst du gerne auf Konzerte? Vielleicht auch noch spannend. Nee, gar nicht. Auch nicht? Gar nicht. Auch nicht, aber hast du den Fernseher an? Ich habe Fernseher an, ja. Und da gibt es ja auch die ein oder andere Schlagersendung, die da manchmal läuft. Ja, genau, so mit Giovanni Zarella. Giovanni Zarella, meine Herren. Okay. Vielleicht nicht so der Partytyp, der jetzt eben auf Schlagerparty geht oder sowas, aber ich glaube trotzdem, dass du Schlager liebst und das einfach auch ganz gerne hörst. Und deswegen kriegst du von mir jetzt mal den Partyleuchtstab. Dankeschön. Was machst du denn beruflich? Ich bin im Büro. Im Büro? Ja. Und da kannst du auch mal Musik anmachen? Na klar. Auch schön laut? Ja, nein. Na was denn jetzt, Mandy? Würden meine Kunden nicht mitkommen wollen. Das letzte große Konzert, auf dem du gewesen bist? Ich bin jetzt 27, noch nie. Noch nie? Noch nie. Und welcher Superstar müsste jetzt nach Deutschland kommen, dass du sagst, oh geil, will ich jetzt unbedingt sehen, gehe ich hin? Ed Sheeran. Eigentlich macht er ja Schlager auf Englisch. Das kann man jetzt so interpretieren, muss man aber nicht. Ich kann ja noch tauschen. Ich gebe dir jetzt mal, ich gebe dir jetzt mal den, aber vielleicht muss ich ihn gleich nochmal tauschen. Aber nett ist sie. Warte mal ab! Hallo, Odiana, du hast Power. Wie wenn du ausgehst abends, dann bist du Zentrum der Tanzfläche? Nee, gar nicht. Nee. Ich gucke gerne zu, bin stiller Beobachter und lache, wenn jemand stolpert. Und wann fängt der Abend für dich an und wann hört der dann meistens auf? Also meistens heißt es ja bei uns auf dem Dorf, es war ein gelungener Nachmittag. Wir fangen dann schon 14.30 Uhr an, treffen uns zum Kaffee trinken und nächsten Morgen um 4:30 wanken dann alle ins Bett. Und um 6 müsst ihr wieder aufstehen? Naja, wenn der Hahn kräht. Bist voll dabei. Lieblingslied? Ja. So spontan? Lieblingslied? Sonne von Rammstein. Sonne von Rammstein. Und das kannst du mitsingen? Natürlich. Zeig mal. Eins, hier kommt die Sonne, zwei, hier kommt die Sonne, drei. Nun ja, das Original klingt auch nicht besser. Ja, oder sehr geil, ist jetzt aber kein Schlager. Scooter. Aber guck mal, H.P. Baxter als Hans-Peter hat ja die besten Voraussetzungen. Wollte gerade sagen. Und Schlager ist ja nichts anderes als ein Hit. Das ist für einer Meinung, das ist ganz klar. Du kriegst von mir den leuchtenden Partyschlager. Moin. Moin. Moin, Flo. Grüß dich. Grüß dich. Das wird schwer. Dich kann ich noch gar nicht einschätzen. Überhaupt gar nicht. Das höre ich gar nicht oft, ne? Und dann bist du direkt einzuschätzen. Nein, echt. Sicher? Glaub nicht alles, was die dir erzählen, Flo. Beam ist ja. Der Name. Ist das Kurzform von irgendwas? Das ist mein Spitzname. Und das kommt von Jim Beam tatsächlich. Und Urlaub?
Wo würdest du hinfahren, wenn du jetzt 3 Wochen frei hast? Ich war noch nie in Malle. Ist nicht schlimm, es gibt auch andere coole Orte. Ja. Aber wo würdest du hin, wenn man jetzt sagt, du kannst hin, wo du willst? Malle. Ach, du willst nach Malle? Ja, ja, ja. Ich war noch nie auf Malle. Genau, deswegen ist ich es halt... Ich hab's kapiert. Nee, weil wirklich jeder einfach da war. Und ja. Ballermann zum Beispiel ist halt auch so ein Ding. Ist halt so Standard, aber war ich halt noch nie deswegen. Ja, scheiße, hast du jetzt die geilste Zeit hast du verpasst. Wir hoffen natürlich, dass das wiederkommt. Ich bin erst 21, die geilste Zeit habe ich jeden Tag. Ich meine ja auf Malle. Ein Leuchtstab. Kriegst du einen Leuchtstab. Sag dir Vanessa Mai was. Ja, sag mir was. Kennst du ein Lied von Vanessa Mai? So mit Lied-Songtiteln ja. Ist da manchmal so meine Schwierigkeiten. Wow. Okay, aber von Helene Fischer kennst du bestimmt ein Lied. Atemlos, ne? Atemlos, das ist schon mal Herzbeben. Gut. Okay, du machst ja Musik, du singst, ja. Machst du das hauptberuflich? Ja, aber ich habe trotzdem noch einen Nebenjob. Also ich arbeite noch in einem ambulanten Pflege- und Betreuungsdienst. Machst du dir dabei Musik an, bei der Arbeit? Kommt drauf an. Also es gibt auch okay. Zum Beispiel jetzt demenzerkrankte Menschen, die findet ganz toll, wenn man mit denen singt oder Musik anmacht. Das ist ja toll. Ja. Jetzt könnte ich mir aber vorstellen, dass da der ein oder andere Schlager dabei ist bei dem, was die hören möchten. Sicherlich, oder? Sicherlich. Ich hatte lange hin und her überlegt, aber das wäre jetzt der Tipp, dass ich dir doch auch diesen Leuchtstab geben kann. Okay. Ich glaube, du magst Schlager. Hallo. Hallöchen Flo, ich bin Trixi. Trixi? Ja. Lass mich fragen, genau, deine Eltern. Haben die dir irgendwie was mitgegeben von dem, was du heute machst? Beruflich vom Vater und was jetzt zur Party und Musik angeht, meine Mutter. Das heißt, du bist mit deiner Mama, gehst du auch gemeinsam auf Konzerte? Seitdem ich 13 bin. Geh weg und vorher Prosecco oder Sekt und... Naja, das bleibt nicht bei einer Flasche sein. Sekt ist für Trixi eine ernste Angelegenheit. Ja, aber das klingt doch sehr, sehr lustig. Ich glaube, das passt eigentlich, passt das sehr auf einen Schlagerfan. Also nicht, dass die alle immer nur trinken, aber ich glaube, das passt auf das Konzert immerhin. Das heißt, ich würde dir einfach auch mal einen Leuchtstab geben. Der Marc. Flo, grüß dich, hallo. Hallo. Erstmal geiles Outfit. Danke dir. Ja, das ist fies, weil eigentlich würde ich sagen, ich gebe dir das Ding fertig. Nein, komm. Schlager. Was machst du? Ich? Ja. Bin Qualitätsingenieur. Offensichtlich nicht für Klamotten. Okay. Ja, hast du Hobbys? Ich spiele Fußball, fahre Motorrad und mache auch Musik aus der Konserve. Okay. Ja. Das heißt, was? Schlager? Nö, alles, was so kommt. Okay. Ja, so viele Veranstaltungen, DJ-Veranstaltungen. Das heißt, du kennst dich auf jeden Fall mit Schlager aus, weil du wirst wahrscheinlich sehr oft Schlager auflegen müssen, oder? Die Gäste und Kunden fragen schon nach. Wie sieht's denn mal aus? Kannst du mal das und das machen? Und so, natürlich, sehr gern. Kein Problem, aber nur, wenn du tanzt. Sehr gut. Tanzt du auch dann damit? Ja, selbstverständlich. Das heißt, wie machst du denn dein DJ-Pult? So. Trinkst du dann mit oder bleibst du nüchtern während der Arbeit? Nee, das ist ein ordentlicher Beruf. Wir DJs trinken nie. Sehr gut. Und meine Oma Erna ist TikTok-Star. Also Alkohol gibt's bei uns nicht. Ich gebe dir jetzt erstmal diesen Stab. So, Flo, du alte Spürnase. Du darfst jetzt kurz überlegen und noch 2 knallharte Nachfragen stellen. Dann hole ich mir nochmal die Mandy. Ich habe dich ja sehr früh so abgestempelt. Gab es irgendeinen Traum, wo du sagst, das will ich unbedingt, oder wollte ich unbedingt werden? Sängerin. Lass sie mal was singen. Das ist gut. Let it go, let it go. Can't hold me back anymore. Mensch, Mandy, eine echt interessante Stimme hast du. Okay. Ich tausche jetzt einfach mal. Ich gehe jetzt volles Risiko. Und liegt wahrscheinlich völlig falsch. Aber ansonsten hätte ich überhaupt keinen Plan. Willst du endlich auflösen? Habe ich eine Wahl? Nein. Ja, ich will es auf jeden Fall jetzt wissen, klar. Jetzt treten bitte der Schlagerhasser und die Person mit dem Kackhaufen nach vorne. Vor Schock tanzt der Flo erstmal einen Schuhplattler. Ich hasse Schlager so sehr. Keine Ahnung. Ich hasse Schlager so sehr. Das tut mir leid. Es kommt auf den Besoffenheitszustand an, weißt du? Deswegen Malle wäre schon cool, halt besoffen. Ich höre sehr viel Deutschrap, Indie-Rock, Garage-Rock. Ja, welche Klischees hast du denn über Schlager? Oh, warum Gott, hast du Schlager? Willst du das wirklich wissen? Naja, es ist halt, also das erste Wort, das mir so raufkommt, ist so Deutsch. Also wirklich so eigentlich immer nur deutsche Menschen. Aber du hörst Deutschrap.
Ja, aber Schlager ist halt noch so ein anderes Ding. Ich finde, das ist, ich weiß nicht, so alt und so ein bisschen schwierig und alle gehen aufs Oktoberfest. Ich glaube, mein Bester, du lagst falsch. Ich lag falsch. Ja, ja. Bei dir war es schwer. Wirklich voll Hardcore. Also sicherlich liebe ich auch 80er Jahre, aber grundsätzlich Schlager. Wir legen auch auf den Schlager-Move. Wir sind auf der Bühne. Okay. Wir haben halt, wie du siehst, ja Kultschlager-Klamotte an. Ach, Kultschlager nennt man das. Wenn 450.000 Menschen mit 43 Trucks die Love Parade des deutschen Schlagers feiern, ja. In Hamburg, da sind wir ganz vorne dabei und sind auf dem Truck und geben Vollgas. Und ja, wie geil. Ja. Und Beem, würdest du irgendwelche der Vorurteile, die du so gegenüber Schlagerfans hast, jetzt zurücknehmen? Nein. Nein. Ich nehme nichts zurück. Alle sympathisch, das ist was anderes. Ich nehme nichts zurück. Ich lade dich mal ein auf unsere Schlager-Move-Bootspartys, dann bist du mit dabei, erste Reihe. Bitte vorher trinken, mittendrin trinken, nachher trinken. Haben wir ja gerade gelernt. Ja, machen wir. Aber wir sagen, haben wir Welten verbunden, oder? Das ist ja großartig. Na Flo, wie hat dir unser Spiel gefallen? Hast du was Neues über Schlagerfans gelernt? Es war mega lustig und es hat mir echt gut gefallen. Und was ich gelernt habe, ist definitiv, dass du einen Schlagerfan nicht daran erkennst, wie er aussieht oder wie er sich gibt. Und dass Schlagerfans unfassbar vielfältig sind. Also jetzt egal, ob sie Tattoos haben oder ob sie im Schlager-Outfit sind oder ja, die verschiedenen Sachen. Also Schlager hat so viele verschiedene Facetten. Bist du traurig, dass du den Hater nicht von Schlager überzeugen konntest? Ich glaube, da ist der Zug noch nicht abgefahren. Ich glaube, sie wird jetzt mit dem Input von heute, wird sie bei den nächsten Partys, wenn mal so Schlager läuft, genauer hinhören. Und dann wird auch sie irgendwann dieses Schlagerfieber packen, da bin ich mir sehr sicher. Also da ist noch kein Hopfen und Malz verloren. Und jetzt aber noch eine coole YouTube-Verabschiedung, bitte. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich fand's mega lustig und hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich bei der ganzen Geschichte. Ja, und wenn ihr noch mehr sehen wollt von SWR Schlager, dann müsst ihr unbedingt abonnieren und gleichzeitig auch noch die Glocke drücken, damit ihr nichts mehr verpasst. Und dann sehen wir uns bald wieder. Yeah.